Das Angeln mit Wobbler auf Zander wird immer beliebter, immer mehr Leute machen es, weil immer mehr Leute kapieren, dass es nachts wunderbar funktioniert, dass die Zander ins Flache kommen, dass sie dort rauben, dass man sie da in vernünftiger Frequenz und vor allem auch in guten Größen fangen kann. Welche Kombi ihr dafür benötigt, erkläre ich euch jetzt. Zwei Sachen vorab. Erstens, Zanderwobbeln ist nicht besonders anspruchsvoll. Theoretisch könnt ihr das mit jeder Kombo machen. Ihr könnt theoretisch Opas alte Teleskoprute aus dem Lidl-Set nehmen und damit Zanderwobbeln und auch Zander fangen. Aber wenn ihr ein gut abgestimmtes Gerät habt, macht es mehr Spaß, ihr könnt besser werfen, verliert weniger Fische im Drill, kriegt mehr Anschläge durch. Es lohnt sich also, eine passende Kombo dafür zusammenzustellen. Das zweite vorab. Beim Zanderwobbeln bestelle ich mir mein gesamtes Material direkt aus China. Wer also der Meinung ist, sämtliches in China hergestelltes Angelmaterial sei qualitativ grundsätzlich minderwertig, der kann das Video eigentlich jetzt schon ausmachen, weil da kommen wir heute zumindest nicht mehr auf einen Nenner. Was brauchen wir zum Zanderwobbeln? Eine schöne klassische Stationär-Kombo. Zu der Länge der Rute sage ich gleich erst was, weil es da unterschiedliche Meinungen gibt und ich vielleicht ein bisschen mit meiner Meinung vom Mainstream abweiche. Wichtig ist aber natürlich, dass ihr das entsprechende Wurfgewicht habt. Zum Zanderwobbeln, ich nehme oft hier so 10 cm Wobbler, die vielleicht so 15 Gramm wiegen, aber gibt auch hier die größeren Geschosse, die deutlich über 30 Gramm, ich glaube der wiegt hier 27 Gramm wiegt der. Das ist hier einer von Kingdom, gibt es auch unter anderem Namen im Handel. Also das ist schon ein ganz schönes Gerät. Ihr müsst also eine etwas größere Wurfgewichtsrange abdecken von ungefähr 10, 15 Gramm Wobblern bis 30 Gramm Wobblern. Ja, Frage des Wurfgewichtes damit schon beantwortet. Ne? So 20 bis 40 Gramm ungefähr Wurfgewicht sollte so eine Rute haben. Das ist jetzt die Pure Lure Sharpen, gibt es ganz neu auf dem Markt. Ganz, ganz, ganz edles Teil. Super preiswert, kostet ungefähr, weiß nicht ganz genau, unter 100 Euro auf jeden Fall der Stock. Super leicht, super geile Aktion. Ach ja, welche Aktion brauchen wir überhaupt? In meinem Video über Zanderjiggen habt ihr gesehen, beim Zanderjiggen die härteste Rute, die ihr finden könnt. Beim Zanderwobbeln ist das ein bisschen anders. Die Bisse beim Zanderwobbeln kriegen wir ja nicht in der Absinkphase, sondern während des Einkurbelns oder vielleicht beim kurzen Spinnstopp. Das heißt, wir haben immer direkten Kontakt zum Köder, wenn der Biss kommt. Das heißt im Umkehrschluss, so eine richtig harte, bretterharte Aktion ist nicht notwendig. Beim Wobbeln lieber ein bisschen weicher, lieber ein bisschen parabolischer, also semi-parabolisch, MMH-Aktion ungefähr nennt man das. Das ist dann wirklich perfekt dazu. Also keine brettharte Spitze, sondern kann ruhig hier, seht ihr das, ein bisschen nachgeben und sich beim Einkurbeln schon so ganz leicht angedeutet durchbiegen. Das ist eigentlich die perfekte Aktion zum Zanderangeln. Und die Länge, gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bevorzuge so eine Allround-Route von ungefähr 2,50 Meter Länge, kann auch 2,40 Meter sein. Damit kann ich eigentlich am entspanntesten werfen und die Route hat dann ein relativ geringes Eigengewicht, weil sie ja nicht so lang ist. Es gibt aber auch Experten, die sagen, hey, eine Zanderwobbelroute soll über 2,70 Meter sein, weil ich ja parallel zur Steinpackung werfe und dann auch parallel einkurbeln will und eine lange Route mir dann hilft, länger dieses parallele Kurbeln zu können. Geschmackssache, diese Pure Lure Sharpen gibt es praktischerweise auch in 2,74 Meter. Gleiches Modell, nur länger, Aktion ist ähnlich. Wenn ihr euch für die 2,74 Variante entscheidet, könnt ihr die parallel auch als Meerforellenroute missbrauchen. Funktioniert auch bestens. Ja, und was für eine Rolle brauchen wir eigentlich? Eine schöne 2500er, 3000er Spinnrolle. Ich empfehle euch die Shimano Stella, weil es einfach die eleganteste Rolle ist. Kostet leider 800 Euro. Da ich keine 800 Euro habe, nehme ich die Bearking LT. Sieht genauso aus, zumindest fast. Kostet 23 Euro gerade bei AliExpress. Es ist eine gute, solide Spinnrolle. Die muss nicht viel können, außer entspannt eingekurbelt werden, gut auswerfen können, die Schnur gut verlegen und eine fein justierbare und wirklich
ruckelfreie Bremse haben. Das hat das Teil, kostet nicht viel Geld, habe ich mir hier an die Combo geklatscht und hat mir bisher ganz gute Dienste geleistet. Übrigens ganz nebenbei, hat mit der Combo nichts zu tun, aber beim Thunderwobbeln nicht so zuklatschen die Bremse. Beim Biss, der kommt ja direkt auf die durchgezogene Schnur, muss er zumindest ein bisschen Freigang haben, damit er nicht durchknallt. Wenn ihr keinen Bock auf eine 20-Euro-Rolle habt, hier nochmal ein edleres Modell, das ist die Kingdom Techman. Das ist ein sehr, 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 sehr feines Teil. Kostet auch nicht die Welt, kostet unter 80 Euro das Teil. Ich verlinke euch das alles unter diesem Video, dann könnt ihr euch anschauen, was ich hier benutzt habe für meine persönliche Zanderangelei mit Wobbler. Und wie ihr euch im Hintergrund schon denken könnt, ich warte jetzt noch, bis die Sonne untergeht. Und dann ziehe ich natürlich los. Meine Routen sind aufgetackelt, wie ihr wisst. Also, kurz zusammengefasst, mittellange Spinnroute, mittelharte Aktion und eine ganz normale, entspannte Stationärrolle, mit der ihr euch wohlfühlt. Dann einfach parallel zur Steinpackung schmeißen. Nachts, wenn es knackend dunkel ist, langsam einholen und der Zander ist euer. Garantiert. Zumindest fast. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns bei Angeln und Urlaub.